Es sind die 1-2 Stunden, wo hier rund um den See wirklich Ruhe herrscht. Momentan kämpft sich die Sonne auch noch ein bisschen durch diese tiefliegenden Wolken nach dem Regen von gestern, aber es wird wieder ein heißer Tag, ein spannender Tag mit viel Action hier. Anytime you get to play on center court in Austria, it's the best place to play, with 10,000 fans screaming, everyone going crazy in unison. And when you're able to do well and finish, you know, in the top three and get a medal, it's unbelievable. Mittlerweile ist es ja wirklich das Ereignis geworden, das man sich vorstellen kann, im Sommer das weitaus beste Sportereignis. Dieses Erkennen, dass der Sport nicht nur der Sport ist, sondern dass man da auch noch mehr bieten kann, dass es einen Rundherum geben muss, dass man auch einige Promis hier hat, dass man etwas Glamour dabei hat, dass diese Mischung einfach die richtige ist. Und das ist das eigentliche Asset, das diese Veranstaltung ausmacht. Als Österreicher nimmt man sich das erste Augustwochenende Zeit und fährt nach Klagenfurt, um mit allen Österreichern aus dem ganzen Land Party zu machen. So was, bei einem steht im Kalender von Leichnam, beim anderen steht Allerheiligen und bei uns steht einfach Beach Volleyball World Tour. Das steht von außen drinnen, auch wenn man schon kauft. Vergleichen Sie Fußball mit Beachvolleyball. Ja? Hier ist also alles positiv. Hier werden die Gegner auch beklatscht. Ja? Das heißt, die Sportart transportiert ein sehr junges, positives, sehr freundliches Image. Ja? Sehr eigentlich verbindendes Image, was bei anderen Sportarten nicht der Fall ist. Frankfurt! Grandiose Stimmung, hervorragende Atmosphäre, super und ganz super Wetter. Gibt's kein Schimpf, super Anlage. Super, meine ich. Kein Stress, gar nichts, einfach nur Party. Ja, Party pur. Ich schaue mir natürlich schon sehr gern immer die Matches draußen an, das ist klar, weil man ja nie vergessen darf, warum wir da alle so schön gut essen und viel Spaß haben, weil da drinnen mit Sportler sind, die eine Bombenleistung erbringen und denen muss man jetzt einfach auch die Ehre erweisen und sie anschauen. das passt schon hier. Also selbst also für diese bescheidenen internationalen Kenntnisse, die wir haben, ist das ein absolutes Highlight. Also das findet man selten wo in dieser Form. Ich glaube, es ist die Stimmung und ein Publikum, wo man sieht, dass ein paar tausend Leute ein paar Stunden lang, ein paar Tage lang nur Spaß haben, lachen und ihre Freude daran haben, was passiert. Und das macht so einzigartig und das ist selten genug auf der Welt.